Glück auf, Werner Böttcher. Schön, dass wir bei dir sein können. Wenn man hier im Stadtbezirk oder auch in der etwas weiteren Umgebung über die Zeche Minister Stein spricht, vor allem auch über die letzte Phase der Zeche Minister Stein, dann ist der Experte, der sofort allen einfällt, Werner Böttcher. Und wie kommt das? Welche Funktion hattest du auf dem Bergberg? Woher kommt es, dass die Menschen sofort an Werner Böttcher denken, wenn sie über Minister Stein sprechen? Ich habe also nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich ohne Vitamin B meinen Weg gemacht habe, als damaliger Ostzonenflüchtling. Ja, und beim Weiterkommen auf diesem Bütt habe ich ja dann gleich zu Anfang einen schweren Unfall unter Tage gehabt, mit Verlust der Zehen, des Vorfußes auf der linken Seite. Mhm. Ja, so, und ich habe es dann also auch, ja, was das Theoretische anbetraf und so weiter, so weit gebracht, dass ich schließlich am Ende des Bergwerks am 31.03. des Jahres 87 sowohl über wie unter Tage eingesetzt worden bin als Betriebsführer, weil die anderen Kollegen inzwischen alle auf benachbarte Schachtanlagen beziehungsweise in den wohlverdienten Ruhestand gegangen waren. Mhm. Ja. Und so war ich bei der Schließung des Bergwerks, als wir dicht gemacht haben, ganz schlicht und einfach gesagt, Betriebsführer für Über- und Untertage. Mhm. Ja, Werner, jetzt nochmal zurückzukommen auf die Phase der Stilllegung. Welches Ausmaß hatte das Bergwerk? Also 31. März 1987 war Stilllegung und dann begann die sogenannte Stillstandsphase. Mit wie vielen Mitarbeitern wurde diese Stillstandsphase durchgeführt? Also, genaue Zahlen kann ich also da nicht nennen, weil das interessierte mich persönlich zwar nur am Rande, die Bergbehörde etwas genauer. Mhm. Und derjenige, der also den Schichtenzettel, den Anschnitt führte, der wusste das also auch ganz genau. Und es hat also immer wieder mal den Hinweis gegeben, also wenn wir jetzt wieder Leute verlegen, müssen wir aufpassen, denn wir brauchen bei der und der Arbeit 100 Tage die und die Leute. Mhm. Es gab also zum Beispiel über die Westfalia in Lünen Anfragen, welche maschinellen Einrichtungen wir bereit wären auszubauen und abzugeben. Mhm. Das war also deshalb so schwierig, denn wir waren ja inzwischen Ruhrkohle. Mhm. Ja? Also alle Bergleute waren der Auffassung, die Abwicklung einer Stilllegung oder der Stilllegung unseres Bergwerks hätte besser funktioniert, wenn wir noch Stein-Hardenberg gewesen wären. Mhm. Ja? Bei Ruhrkohle war das alles so kompliziert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann, als es sich rentierte, maschinelle Anlagen, wie zum Beispiel Streckenvortriebsmaschinen, Hobelanlagen, Schrämwalzer, Schrämwalzenlader, Förderbänder, Kettenförderer, teilweise Streckenausbau auszubauen, weil die Anforderungen, muss ich also sagen, aus aller Welt kamen. Mhm. Ja, wir waren ja dann in der Lage, auch Maschinen und maschinelle Einrichtungen nahezu mit Ausnahme Amerika in alle Welt zu verschicken. Ja. Und so hat es mich dann auch nach Südafrika verschlagen, nach Ungarn, nach Österreich. Und so war ich dann auch zweimal in 6000 Kilometer Entfernung von Köln mit dem Flugzeug bis Nowogosnetsk. Zunächst erstmal bis Moskau zum Bergbauministerium. Und dann haben wir dort mit denen verhandelt über Dinge, die sie
für Geld oder für Wissen und Verkaufen angeboten haben. Mhm. So haben wir dann auch nach Südafrika, nach Ungarn und Maschinen und maschinelle Einrichtungen verkauft. Werner, du hast uns erzählt, dass viele der Maschinen und Geräte, die unter Tage dann nicht mehr gebraucht wurden, geraubt wurden und in europäische und außereuropäische Länder verkauft wurden, was ja sicherlich eine sehr gute Sache war, einmal für die Ruhrkohle, aber sicherlich auch für die Länder, in die diese Maschinen verkauft wurden und wo sie weiter genutzt werden konnten. Und jetzt habe ich dich so verstanden, alles, was unter Tage vermarktet werden konnte, ist vermarktet worden und ist deshalb auch ausgebaut worden. Ein Aspekt vielleicht noch, jede Zeche hat eine eigene Wasserwirtschaft, es fiel relativ viel Wasser an. Und das wurde ja früher auch auf der Zeche Minister Stein gehoben. Was passierte dann danach, als die Zeche stillgelegt war? War diese Funktion ja nun auch weg. Und es gab ja eine Verbindung nach Hansa danach, um das Wasser der allgemeinen Wasserhaltung der Ruhrkohle AG zu übergeben. Kannst du darüber nochmal berichten? Ja, der wesentliche Unterschied ist, wenn wir über Wasser reden, dass wir zunächst erstmal auch Bergleuten oder bergmännischen Laien den Begriff des tiefen Wassers und des Grundwassers erklären müssen. Diese Unterschiede sind ja äußerst wichtig, sind auch äußerst wichtig für die Bewältigung der sogenannten Altlasten oder Ewigkeitslasten. Von denen ja immer wieder die Rede ist. Ja, wir sind ja verpflichtet, das Grubenwasser so zu leiten, und deshalb gibt es ja inzwischen im gesamten Ruhrgebiet mehrere, mir bekannt vier zurzeit, Pump- und Hebewerke, wo auch die bestimmten Schächten, insbesondere Richtung Niederrhein, das Wasser angesammelt, gepumpt und in die angrenzenden Flüsse befördert wird, damit es nicht zu einem Anstieg und einer Vermischung des sogenannten Tiefenwassers und des Grundwassers, was wir ja in der Wirtschaft abpumpen. Das ist ja das sogenannte oberflächennahe Brauchwasser. Und das wird also dann die Wasserverwertungsgesellschaften als Brauchwasser verwendet, während die übrigen Grundwasser, Tiefenwassermengen, die in den Gruben anfallen, werden getrennt entsorgt, getrennt unter Tage transportiert und geführt. Und das ist also eine Geschichte, die wir guten Gewissens als Ewigkeitslasten zum Schutze der Zivilisation betreiben müssen. Und es ist ja nun eine ganze Menge an gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen abgewickelt worden, wie gerade die Ewigkeitslasten mit dem Wasser zu handhaben sind. Da sind also inzwischen ganze Bände entstanden. Ja. Es gibt also eine ganze Menge von Leuten, die also geschult worden sind, mit diesem Problem Grubenwasser fertig zu werden. Und dies also heute auch zu bewältigen. So geht also unser Wasser von Minister Stein eigentlich schon fast bis zum Niederrhein über etliche Bütz, also drunter her, die also selbst gar nicht mehr in der Lage wären, dieses Wasser zu pumpen. Denn so genauso wie die neuen Schächte Stein-Hardenberg
alle verfüllt sind. Mhm. Ja, hat ja nur noch ein einziger Schacht, der Schacht 4, eine Kontrollleitung und gleichzeitig eine Absaugung für Grubengas. Mhm. Ja, die Außenschächte, die zum Teil überbaut sind, haben alle Protego-Sicherungen, wo der Gasanfall unter Tage überwacht wird. Mhm. Das Wort Kontrolle verwenden zwar die Leute von dieser Abteilung bei Rohkohle, aber überwacht wird. Und zwar kommen hier bei mir monatlich Leute, ich habe ja da unten so eine Apotheke, monatlich kommen also einmal Leute von der Rohkohle hier vorbei und prüfen und messen. Und wir stellen also jetzt nun seit 27 Jahren nichts fest. Mhm. Null Gas, weil am Schacht 4 auf Ministerstein immer noch reichlich Grubengas abgesaugt wird und auf der Ostseite des ehemaligen Ewinger Baches stehen ja nun drei Verarbeitungscontainer, die aus diesem Grubengas Strom erzeugen. Mhm. Ja, damit haben wir dann also die Verwertung dieser Materialien gleich mit bedacht. Das Grubenwasser kann aufgrund der mineralhaltigen Stoffe nicht irgendwie wirtschaftlich verwendet werden, weil zum größten Teil sind dort die belastenden Stoffe gelöst. Und es lohnt also auch nicht, das Wasser entsprechend aufzubereiten. Es hat ja gerade in dem Zusammenhang Altlasten, ja, wie Grubenwasser, also Tiefenwasser sagen wir ja eigentlich als Fachleute, oder Grubengas, hat es noch eine ganze Menge andere Stoffe gegeben, die wir zum Betrieb des Untertagebergbaus in die Grube gefördert haben, die also auch mit dem Grubenwasser jetzt ausgespült werden. Auf Ministerstein hat man nach einer kurzen Einführung von Hydrauliköl für die hydraulischen Antriebe und ähnliches mehr auf die Einführung eines speziellen Hydrauliköls nach kurzer Zeit verzichtet. Wir haben diese Mengen, die nach Untertage gebracht worden sind, gezielt entsorgt, sie mit einem Sand-Lehm-Gemisch vermischt und in eine Deponie Untertage vergeben, sodass wir am Ende des Bergwerksminister Stein im Grubenwasser und im Umfeld der letzten Abbaue keine Hydraulikflüssigkeiten mit umweltbelastenden Mitteln mehr feststellen konnten. Ja, es war ja die Idee, nach Stilllegung der Zeche dieselbe zu nutzen als Untertagedeponie, was dann später aber nicht realisiert wurde. Kannst du diese Phase noch mal schildern? Ja, diese Phase ist ja folgende, dass man nicht drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Ja? Hätte man also so eine Deponie eingerichtet, wäre also die Grubenwasserentsorgung derart kompliziert und derart teuer geworden und vor allen Dingen, was den Chemismus in der Grube anbetrifft, auch noch gefährlich geworden. Ja? Denn die vielen Unwägbarkeiten chemischer, technischer, insbesondere die Belastung des Grubenwassers, ja, wurde dann ja als unwägbare Sache angesehen, denn man hätte ja dann Grubenwasser unter Umständen mit erheblichen Umweltlasten
pumpen müssen. Mhm. Man wäre ja gezwungen, das Grubenwasser kurz zu halten, um überhaupt deponieren zu können. Und wer will denn verhindern, dass nicht irgend so ein chemischer Deponiestoff oder chemisch-technischer Deponiestoff aufgrund von Unwägbarkeiten plötzlich mit dem Grubenwasser in Berührung kommt und dann haben wir eben rein die Sauerei oder woanders. Ja? Und das war eigentlich in der ganzen Diskussion der Hauptpunkt, ja, von Leuten, von denen man annehmen konnte, dass sie sich also zu diesem Thema Gedanken gemacht haben, wobei also diejenigen, die das gerne preiswert entsorgt hätten, immer wieder gesagt haben, ja, wir brauchen doch nur das Grubenwasser kurz halten. Nur. Mhm. Ja? Ja, ja, klar. Ja? Mhm. Die hatten überhaupt keine Vorstellung von Mengen. Mhm. Ja? Und vor allen Dingen auch war nicht bekannt, das war nachher der nächste Punkt, wie reagiert das Deckgebirge, wie reagiert das Nebengestein, ja, und. Ja? Was sind das für chemische Stoffe, die da rein sollen? Das war ja alles nicht genau deponiert, definiert. Ja? Und deshalb hat man dann auf diese Geschichte eigentlich recht abrupt verzichtet. Okay. Okay, gut. Du sprachst vorhin an, Minister Stein hatte 9 Schächte. Die Schächte sind ja nun alle verfüllt worden. Kannst du uns kurz schildern, wie das technisch abgelaufen ist? Ja, wir haben zunächst wir von den zuständigen Markschreitereien das oberste standfeste Deckgebirge angegeben gekriegt und haben dann festgelegt, wie weit wir immer von über Tage ausgerechnet dann den Schacht mit Verfüllmasse, kompressiver Verfüllmasse befüllen. Zum Beispiel ist hier festgelegt worden, dass bei 365 Metern die Füllsäule, die kohäsive Füllsäule angesetzt werden sollte. Das bedeutete ja, dass also erstmal eine Sicherheitsbühne eingebaut werden musste und daraus unter dieser Sicherheitsbühne dann die eigentliche Auflagebühne für die kohäsive Verfüllung. Die musste ja dicht sein. Und solange wie die ganzen Vorbereitungsarbeiten waren, musste ja der Wetterzug noch aufrechterhalten bleiben. Ja. So, dann haben wir dort über diese in die Schachtwandungen eingebauten Trägeranlagen und Abdeckanlagen wurden also die ersten Moniereisen aufgebracht. Und nachdem ich das dann alles abgenommen habe, da ist ein Bild, wo ich da auf Knie und ja, wurde dann also die Klappe, die wir da drüber gebaut hatten, um den Wetterzug aufrechtzuerhalten, geschlossen. Und dann ging es also hurtig raus aus der Grube. Ja. Ja. Und der erste Beton runter. Ja. Der Beton durfte aber nicht, weil es also geringfügige Undichtigkeiten hätte geben können, was das Grubengas anbetrifft, durfte also der Beton nicht abgeschlagen werden von einem Fahrzeug, unmittelbar vorm Schacht, sondern wir hatten also 35 Meter Sicherheitsabstand zu halten. Die Fahrzeuge kamen alle hier runter, haben da hinten, wo die Linde jetzt steht, entladen und dann wurde über Förderbänder mit dem elektrischen Antrieb da hinten schiebend, wurden die Schächte gefüllt. Das war bei allen Schächten das Gleiche. Okay. Der Beton sollte geringfügig im Tausendstelbereich blähen. Blähen durch Tone wahrscheinlich, ne? Um einmal zu verhindern, dass der Beton schwindet und dann wie so ein verschiebbarer Flocken in den Schacht ist. Ja, ja. Sondern der sollte sich so weit ausdehnen, dass er in der Schachtverbauung wie ein Tropfen in der Sechsflasche sitzt. Ja? Und das haben wir bei allen Schächten so gemacht. Jetzt vielleicht nochmal
hier zu Schacht 5, in dem wir jetzt sitzen, der in deinem Eigentum ist, hier hast du dich niedergelassen. Und die Menschen kennen diesen Schacht 5. Eine Zeit lang hast du ja auch eine Gaststätte betrieben hier in und an dem Schacht. Kannst du uns zu dem Schacht 5, zu der Geschichte des Schachtes 5, nach der Stilllegung, also quasi deine Ära hier an dem Schacht 5, noch ein bisschen was erzählen? Ja, es war also so, es ging also nur noch darum, ist es ein schützenswertes Bauwerk oder ein Denkmal? Wäre es ein Denkmal gewesen, hätte ich diese Sachen nicht gekauft. Mhm. Denn dann hätte ich an diesem Bauwerk von 1925 nichts verändern dürfen. Mhm. So, dann haben wir uns auf eine fühlbare, mit dem Denkmalpfleger in Münster, auf eine fühl- oder erkennbare Denkmalwürdigkeit haben wir es dann als schützenswertes Bauwerk benannt. Mhm. Ja? So, und dann durfte ich umbauen. Kam hier der Nachbar und sagte, mach mal eine Kneipe auf. Ja, mhm. Das ist doch schön, das ganze Umfeld hier, könntest du doch was machen. Und ja, dann habe ich den Anbau ausmachen lassen mit der Wohnung. Haben aber die Parterre gleich so eingerichtet, dass das für den Fall, dass das eine Gaststätte wird, Toilettenanlage, Küche, Vorratsraum und so weiter, ja, vorgesehen war und das also auch parallel zu dem Keller hier unter dem Haus noch ein Keller ist. Ja. Brauchst du ja. Ja, und dann haben wir also praktisch 27 Jahre hier Kneipe gehabt. Ja, dass die meisten Leute diesen Turm hier für einen Wasserturm halten und ich dann immer lang und breit erklären muss, zu welchem Zweck und warum und wieso und zur Verärgerung der gesamten Bauerschaft hier oben, ja, ist also dieser Turm hier von der Firma Dahlmann als erstes Schachtbauwerk abgedeutet. Der Schacht war also ein Frischwetterschacht, für die Zuführung von Wettern für das gesamte Grubenfeld Steinhardenberg. Mhm. Ja. Angesaugt wurde das an den Schächten 1, 3 und 4, die spielten ja alle eine Rolle hier. Das im Bergbau spielte ja alles in der Musik mit, sage ich den Leuten. Ja, ja. Ja. Und dort sind also sogenannte Grubenlüfter eingebaut gewesen von 6,20 Meter, 7,20 Meter und 7,40 Meter Durchmesser, die das gesamte Grubenfeld dann von der verbrauchten Luft und den schädlichen Wettern beseitigt haben. Wenn mir irgendwie frühzeitig was passieren sollte, übernimmt der Große das hier, um auch das Wissen weiterzugeben. Mhm. Denn das ist ja verrückt. Solange wie die Pütz noch liefen hier in der Ecke, haben sie mich in Ruhe gelassen, da kamen sie in die Kneipe, da wollten sie auch über Bergbau nichts wissen. Mhm. Ja? Jetzt ist kein Pütz mehr da. Jetzt kommen sie mit Fahrrädern von Oberhausen. Mhm. Weil da sind so ein paar junge Steiger von uns, ich weiß ja nicht wer, aber die sind da wohl bei der Stilllegung dahin verlegt worden. Mhm. Und die sind jetzt auch in Rente. Mhm. Und die sind in einem Fahrradclub. Und die sind gebracht worden von ihren anderen Klubberern, die nicht auf dem Büt waren. Mhm. Wie geht das denn jetzt mit dem Bergbau weiter? Und. Und jetzt stehe ich da am Zaun oder hier vorne, deshalb habe ich da immer ein paar Bänke stehen. Und deshalb habe ich das hier auch so eingerichtet. Wenn eine größere Gruppe kommt, können sie sich zu zweit da hinsetzen und können sich die Alben nehmen, können Fragen stellen. Ne? Mhm. Denn es gibt immer wieder die Fragen, wie jetzt auch hier. Was ist mit dem Schacht? Wie tief ist er? Was ist mit dem Wasser? Was ist mit dem Gas? Ja? Und. Ja? Mhm. So. Ja. Und die Fragen werden jetzt von Leuten gestellt, die hätten eigentlich früher stellen können, denn die wohnten hier. Mhm. Ja? Mhm. Ja, ja. Gehe ich dann und. Ja. Tja, Werner, schönen Dank. Wir wünschen dir weiterhin viel Bergmannsglück.
hier oben an deinem Schacht 5. Viel Gesundheit und ein herzliches Glück auf. Ja, herzliches Glück auf.